Kinas, willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Heute wieder mal gegen die Abonnetas, gegen die Abonnenten. Und wir gucken mal, dass wir heute alles wegrotzen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Vorausgesetzt, ich krieg Trueninhalt, was nicht der Fall ist. Also bye! Oder was geht denn hier nun ab? Gut, ich muss hier schnellstens hoch, weil das ist immer so meine Taktik hier auf dieser Map, immer hier hoch zu gehen. Auch wenn das ein bisschen länger dauert und wenn ich auch ein bisschen den Wasserfall im Auge behalten muss. Na und, oh, da geht das wieder los hier. Heftige Scheißen. Ich finde so... Ach du Kacke, jetzt geht hier aber die Post ab, ne? Die Luzi geht ab, sag ich jetzt mal, ne? Weil ich weiß ja, dass hier immer eine Chest ist. Oder auch nicht. Doch, da ist eine Chest. Es gibt ja immer diese festen Chest-Spots. Die wechseln ja nie. Deswegen kann man sich das immer so richtig gut merken. Und hier ist auch wieder eine... Das ist halt eine gute Tour, weißt du? Ich, naja... Weiß immer direkt, wo was... Ah! Fuck. Ich weiß immer direkt, wo was abgeht und ich sollte jetzt echt was zu essen finden oder ich sollte mich hier irgendwie verschanzen, damit ich hier nicht nochmal verrecke. Wie komme ich denn da rein? Das ist die Frage des Tages, die es zu beantworten gilt. Warte mal. Da oben ist was Neues in der Chest gespawnt. Wunderbär. Oh, cool. Also ihr seht, es spawnen nicht nur die, ich sag mal... Die Spawn-Chests neu, sondern auch die anderen, ne? Sollte klar sein, Kinas. So. Ich gehe mal zu der unteren Truhe hin, bevor ich jetzt irgendwie in den Kampf gehe, weil ich habe halt auch nur ein Schwert gerade. Was nicht mal guten Angriffsschaden hat. Wir gucken mal. Oh, wunderbare Schuhe. Wunderbar. Ich bin eigentlich ziemlich gut equipped. So, ich würde sagen, ich kann in den Kampf gehen. Ich bin bereit. So, ich schmeiße nur kurz hier die ganzen Sachen weg, weil die brauche ich ja sowieso nicht. Aber der Trank der Schwäche, der kann mir eventuell helfen. Jetzt erstmal... Ah! Ich hätte vielleicht auf die andere Chest noch gehen sollen, ne? So, da hinten ist jemand. Das sehe ich doch. Schmeiß doch hier! Ah! Komm schon! Yes, Alter! Wunderbar, da hat der Trank der Schwäche hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Wunderschön. Kinners, bis zur nächsten Runde, ihr alten Drecksäcke. So, und die nächste Runde, und zwar auf dieser griechischen Gedönshaftigkeiten-Map. Wunderbar. So, direkt ab zur Truhe. Nein! Nein! Ich habe die gar nicht öffnen dürfen. Und Scheiße, ich habe drauf gedrückt, das hat man doch gehört. Man hat das Klack meiner Taste gehört. Kann doch nicht sein. Oh oh. So, ich weiß aber auch wieder hier, wo ich die ein oder anderen Truhen finden kann. Ich glaube, hier müsste eine sein. Oder auch... Hallo? Hallo! Hier ist irgendwo eine Chest. Oh fuck, Alter. Ich habe hier gerade ein bisschen Angst. Da ist eine Fuck, da... Okay. Können wir erstmal knicken. Was ist denn da? Geht's da irgendwie lang? Ne, da geht's nicht lang. Geht's da hoch? Ne, da geht's auch nicht hoch. Jungs, Mädels, ich brauche eine Truhe. Hallo! Hä, war hier nicht mal irgendwo eine? Ist natürlich jetzt alles doof, das Ganze. Jetzt werde ich natürlich bestimmt verfolgt und umgebracht. Warte mal, da oben, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Alter, scheiß drauf, ich komme da sowieso nicht lang. Hier geht's rein und... Oh, nein, nein, nein! Nö! Ich würde gerne offensiver sein, aber wenn ich hier keine Chest finde, tut mir das echt leid. Oder ich gehe an Spawn zurück, das kann ich machen. Das wäre eine Möglichkeit, aber... Das würde ich erst als Letztes in Erwägung ziehen, weil ansonsten... Wenn ich jetzt hier runterfalle... Ach du Kacke. Ja gut, ich muss an den Spawn zurück, ne? So leid mir das auch tut, aber... Ich gehe aber so ungern an den Spawn, weil ich halt immer so die Angst habe, dass da gleich jemand runterspringt und mich umbringt. Aber okay, jetzt kann ich wenigstens die ganzen Chests plündern ohne Hintergedanken. Oh, wunderbar. Ist ja alles voll hier, die geile Sau. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, ja, was habe ich denn so Schönes? Ich habe den Bogen, ich habe ein Holzschwert. Ich habe Trank des Feuerwiderstands, Trank der Heilung. Trank der Geschwindigkeit. Ich würde aber gerne trotzdem mal so ein bisschen weiter nachschauen. Was wir denn so Schönes haben. Also die Äpfel nehme ich mir echt gern mit. Weil ich habe ja sowieso...
gekochtes Schweinefleisch. Oh mein Gott, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Tag des Feuerwiderstands lege ich weg. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, hä? Verstehen Sie das denn nicht? Ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen Gegner das alle sind. Ich glaube, Styler, komm, lebt noch. Den habe ich gerade eben gesehen. So. Jetzt habe ich wieder den Bogen. Wunderschön. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Kinders, ich laufe jetzt zum nächsten Gegner. Hoffe, dass ich einen finde. Oh, da ist eine Chest. Oh mein Gott, ist die noch voll? Die ist leer, verdammt. Aber gut, dass ich auch mal... Fuck, nein! Oh, oh. Guck mal, da hinten steht der rum wie ein Pferd. Kämpf wie ein Mann! Okay, ich würde sagen, ich mache mal den Trank der Geschwindigkeit rein. Und geht's drauf! Ohne Witz! Ach, das ist ja Todd, deswegen passt diese Todd-Stimme auch so. Ohne Witz! Was willst? Nun! Hallo, was... Hat der TNT jetzt... War das TNT? War das gerade TNT? Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, ob es gerade an mir lag mit den Lags. Ich glaube, der hat gerade ein bisschen rumgeleckt, ne? Okay, da kommt wer auf mich zu. So, das waren schon mal zwei wichtige Hits. Nein! 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 Der schlägt mich gerade mit der Hand, ne? Das ist ein kleiner Vorteil! Oh mein Gott! Also heute bin ich echt ein bisschen killaffin, ne? Ich habe gewonnen, weil Cyberkomp verhungert ist. Okay. Kinders! Bis zur nächsten Runde. Also bye! Nächste Runde, ich hab's voll verpennt zu sagen, oh mein Gott, tut mir leid. Okay, okay, wir haben wieder einen Dörr-Skelett-Schädel, ja, was auch immer wir damit anstellen möchten, aber okay. Passt schon. So, einen kleinen Vorteil haben wir haben Trank der Power, ne, und das ist, wow, da könnten wir gleich sogar mit unserer Spitzhacke extrem raushauen. Ich will aber ungern mit einer Spitzhacke schlagen, deswegen würde ich sagen, lass uns erstmal weitere Truhe suchen für ein Schwert! Oder halt auch für eine Holzaxt. Für den Anfang sollte das aber erstmal ausreichen. Komm her, du geile Sau. Komm her! Justin, lebst du noch? Ich glaube, er hat ein bisschen schwangeres Internet. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es in mir liegt. Hey! Autsch! Gar nicht mal so schlecht, dass ich runtergefallen bin. Hier gibt es auch ein bisschen coole Sachen. Und zwar eine Hose. Ah! Komm schon, nein, nein, nein! Fuck, das war jetzt ein bisschen doof, ne? Ich hätte den Trank der Power früher einwerfen sollen. Aber okay, Kinders, ich würde sagen, wir werden mit dieser interaktiven Kamera erstmal Päuschen machen und sehen uns wieder, wenn der Sieger gekürt worden ist, ja. Und da hat Taut 1912 gewonnen. Kinas, bis zur nächsten Runde. So, und das letzte Ründchen für heute auf der, ich glaube, Dschungel-Map oder so, ja. Ich kenne die Maps alle nicht bei Namen, deswegen muss ich immer so ein bisschen raten. Wunderbar. Ich habe wieder eine verzauberte Angel mit Rückstoß. Wunderschön, Kinas. So muss das sein. Lass uns direkt mal nach draußen rennen, weil wir haben im letzten Part gesehen, was der Fehler war. Ich glaube, es war der letzte Part. Oder ich habe Offscreen gespielt, das kann auch sein. Es kann nämlich sein, dass meine Fehler darauf beruht haben. Ah! Nein, der hat einfach eine Dia-Chestplate, ne? Was geht bei dir eigentlich? Nun hier eigentlich, nun. Alter. Was für ein Glück man haben muss auf der Welt, ne? Verdammter Lacker. Das nächste Mal entkommst du mir nicht, du Frechdachs. Drecksau. Okay. Hier hoch. Oder auch eben nicht. Ich dachte halt, vielleicht ist da was, aber nein, da ist nichts. Warum sollte es auch?
Aber dafür spüre ich, dass hier etwas sein wird. Ja, hi. Komm schon. Na, hold on! Nein! Lass doch hier irgendwo eine Chest sein, bitte. Hallo? Chest! 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 Ja, jetzt sind wir wieder am Spawn. Und das ist auch gar nicht mal so schlecht, weil... Oh! Oh, oh. Gut, ich sehe gerade, der gute Herr mit seiner Chestplate hat jetzt besseres Equip. Deswegen bin ich so ein bisschen angreifbar für den. So. Da hinten, nichtsdestotrotz, ist eine Truhe. Da laufen wir jetzt hin. Da ganz hinten seht ihr sie am Horizont. Wie gesagt, ich würde euch gerne Optifine hier präsentieren, aber das geht ja leider nicht bei der Wii U-Version. Hi. Verdammt, ich komme hier nicht hoch. Ich will hier hoch. Hey. Komm, lass mich da hoch. Es geht um Leben und Tod. Ich glaube, ich hab's. Oder? Hallo? Darf ich irgendwo hoch? Ich verschwende gerade so viel Zeit, ne? Nur um diese Truhe da zu finden, Mann. Dabei gibt's bestimmt auch noch andere und so. Aber gut. So, ich pack kurz mal die Angel dorthin. Ja, aber ich hab... Dia-Schuhe, das ist auch gar nicht mal so schlecht, ne? Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, danke schön. Jetzt habe ich aber wieder zwei Schuhe hier, ne? Nicht dein Ernst. So. Ja, Kinders. Wir haben ein kleines Problem, ne? Weil vielleicht... Ich glaube, ich war hier oben noch gar nicht, ne? Chillig. Ja, das ist der oberste Bereich der ganzen Map, glaube ich. Und hier könnte man vielleicht... sehr gute Sachen finden. Aber nur vielleicht, und die sterben ja alle wegen Self-Destruct. Was ist denn los bei denen? Meine Friesen. Nichtsdestotrotz. Da! Vielleicht ist ja hier ein Weg, der mich zu einer Chest führt. Ich meine, man wird ja auch nicht irgendwie grundlos hinlaufen dürfen, oder? Das hat bestimmt einen Grund. Denke ich mal. Oh mein Gott. Oh. Ich verschwende gerade so viel Zeit, ne? Das ist doch nicht normal. Meine Güte! Toll, jetzt ist die Showdown-Phase und ich habe immer noch kein allzu gutes Equip. Ich habe wahrscheinlich nur eine Hose und, ja, und Schuhe. Dachte ich mir schon fast. Da darf ich auch nicht rein. Da ist eine kleine unsichtbare Wand. Ey, Jungs, Mädels. Fuck doch drauf. Ich brauche was. Ich denke, das ist ja alles auch so irgendwie so erlesen gemacht. Ne? Also es ist nicht irgendwie so, das sind random Blätter, die irgendwie aneinandergereiht wurden. Ich glaube, es hat echt schon ein System hier. Wisst ihr was, ich laufe zum Spawn zurück. Soll mir scheißegal sein. Ich versuche mich... Oder warte mal. Ist da nicht die Chest? Da! Ich bin so dumm, Alter. So, jetzt muss ich aber... Jetzt muss ich nach vorne rennen. Ich muss jetzt alles nach vorne schmeißen und hoffen, dass ich irgendwie auf einen Gegner treffe, der... Ja, da hinten ist einer. Ich sehe ihn gerade. So, ich werde erstmal mit der Angel machen. Hey! Nein! Nein! Schade. Gut, Kinders. Damit wäre Dragon Mammoth der Sieger. Ich habe aber heute auch zweimal gewonnen, was gar nicht mal so schlecht war. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.